Ein weiterer Meilenstein für den Campus der BTU Cottbus-Senftenberg. Hier wurde heute ein neues Lehr- und Forschungsgebäude eingeweiht. Es dient nun als neues Zentrum für Energietechnologie. Das Zentrum, das hier heute eröffnet wird, hat eine zentrale Bedeutung für die Universität. Es befasst sich mit den unterschiedlichen Aspekten der Energiekette, verschiedene Fragen der erneuerbaren Energien, sowohl also das Thema Biomasse als auch Einspeisung von Windenergieanlagen. Hier in der Region Nordost, wie die Fachleute sagen, haben wir den höchsten Teil der Einspeisung an erneuerbaren Energien in das Stromnetz. Und das stellt das Stromnetz vor ganz besondere Herausforderungen, die es in anderen Teilen in Deutschland so in dieser Form noch nicht gibt, die aber durch die Energiewende für ganz Deutschland relevant sein werden. Innerhalb von 2 Jahren wurde das Gebäude fertiggestellt. Die Baukosten betrugen etwa 12 Millionen Euro, die teils vom Bund und teils vom Land Brandenburg getragen wurden. Ausgestattet mit modernster Technologie wird das Gebäude im kommenden Jahr durch ein dynamisches Netzsimulationssystem für erneuerbare Energien und Elektromobilität ergänzt. Vor allem die German E-Cars zeigen schon, wohin es einmal gehen wird. Sie sind nämlich jetzt schon ein kleiner Fortschritt in der Energiewende. Ja, es geht darum, mit einer sehr großen Schwierigkeit umzugehen, nämlich der Stabilität der Netze. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir ja heutzutage Energie nicht nur aus Kraftwerken gewinnen, wie der Kohle, sondern auch insbesondere aus erneuerbaren Energien, nämlich Wind und Sonne etwa, dann geht es darum, dass der Energieverbrauch schwankt und die Energiespeisung entsprechend. Aber das beides passt nicht immer zueinander. René Wunderlich ist Student an der BTU Cottbus-Senftenberg. Er studiert Elektrotechnik im 7. Semester. Den Studenten soll später mal als universitäre Erweiterung der theoretischen Arbeit nahegebracht werden, wie halt ein Kraftwerksblock sich bei veränderlichen Lasten verhält. Gleichzeitig haben wir noch diverse Messinstrumente, die diese Sachen gut veranschaulichen. Hier insbesondere unsere dreiphasige Messstation. Ja, und das ist im Prinzip schon der Grundgedanke dahinter. Eine weitere Besonderheit des neuen Zentrums ist, dass ein innovatives Energiekonzept hier Anwendung findet. Bleibt abzuwarten, welche weiteren Erkenntnisse in der Forschung erlangt werden. Die finanziellen Mittel und Möglichkeiten sind zumindest für die kommende Zeit gegeben.